Danke für die Einladung. Ich habe mit Interesse das Referat von Herrn Blume gehört. Das ist jetzt ein bisschen Kontrast dazu, muss ich gleich sagen. Ich habe keine Folien mitgebracht. Ich bin auch mehr der Generalist. Aber ich hoffe trotzdem, dass dieses Thema, das ich jetzt versuche, natürlich entsprechend zu kürzen auf die Zeit bis 11.40 Uhr, dass das trotzdem für Sie interessant ist, nämlich aus der Sicht sozusagen von jemandem, der Bildungspolitik mitgestaltet, ganz nah an der Kultusministerkonferenz dran ist, an den Entscheidern auch dran ist und gleichzeitig in dem ersten Halbjahr auch noch Schulleiter war, also in dem ersten Halbjahr der Pandemie von März bis Juli 2020 an einem Gymnasium in Bayern, übrigens ein Gymnasium, das im Gegensatz zu den meisten anderen Schulen hervorragend ausgestattet war, also mit Smartboards, schnellem Internet, einer professionellen IT-Betreuung, auch natürlich Webkameras beziehungsweise dann auch Dokumentenkameras, einer guten Vernetzung. Und trotzdem die Schwierigkeiten, die sich da ergeben haben. Ich würde mein Referat gliedern, beziehungsweise meine Ausführungen gliedern. Das heißt ja Spannungsfeld zwischen Bildungs- und Betreuungsauftrag. Erst einmal kurz was zu mir biografisch, ist ja schon was gesagt worden, zu meiner Biografie, zu meiner Herkunft. Zweitens zu der Frage, wie war eigentlich die Situation im März? Welche Situation haben wir vorgefunden? Ich glaube, dieser Rückblick ist ganz wichtig, um dann auch Lösungen aufzeigen zu können. Und dann eben in einem zweiten Teil sich anzuschauen, was bedeutet Gesundheitsschutz an Schulen? Welche Erfahrungen haben wir? Was brauchen wir dafür? Und was auf der anderen Seite brauchen wir, um dem Bildungsauftrag in diesen Pandemiezeiten nachkommen zu können? Bis hin zu der Frage, wie gehen wir mit den entstandenen Lerndefiziten um? Das wird ja jetzt neben der Frage des Gesundheitsschutzes die ganz große Zukunftsfrage sein. Und da, glaube ich, ist es enorm wichtig, wie wir zu Lösungen kommen werden. Ja, zu mir selber, bin Deutsch-Geschichtslehrer gewesen, ja, war lange Zeit in der Lehrerausbildung tätig für Deutschlehrer. Damals hat die Digitalisierung noch eine ganz geringe Rolle gespielt. War dann 17 Jahre lang Schulleiter und eben gleichzeitig ehrenamtlich immer in der Verbandspolitik tätig. Kennt sozusagen die Sache von beiden Seiten aus, von der Seite Makroebene, Mikroebene. Ja, was für Situationen haben wir vorgefunden im März? Ich glaube, es war vollkommen, glaube ich, uns allen klar gewesen, auf diese Situation war niemand vorbereitet, konnte niemand vorbereitet sein. Die Schulen nicht, die Gesellschaft nicht, die Politik nicht, Lehrkräfte nicht, Schülerinnen und Schüler nicht, auch die Kommunalpolitik nicht. Das haben wir alles erlebt. Wir waren irgendwie von Anfang an an meiner Schule dabei, weil das ist vielleicht eine Anekdote dazu. Der erste Covid-Patient in Deutschland war ja ein Angestellter von Webasto, also einer Autozulieferungsfirma. Und zwar hat sich der angesteckt auf einer Fortbildungsveranstaltung, die in der Nähe von München stattgefunden hat, wo viele Webasto-Mitarbeiter da waren, etwa 50. Einer davon war der Mann einer Lehrkraft an meiner Schule und wir haben das damals ganz nah miterlebt. Es war ja im Februar, Anfang Februar, wie unvorbereitet alle waren. Also er hat keinen Arzt gefunden, bei dem man einen Test machen konnte. Auch die Firma hat sich relativ spät gemeldet und er musste dann, glaube ich, 100 Kilometer fahren, um überhaupt zum Test zu kommen. Kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Es war aber auch an den Schulen zunächst große Ratlosigkeit da. Ich erinnere daran, dass wir damals bei den Hygieneschutzmaßnahmen eigentlich zu 80% gestarrt haben, also bevor die Schulschließungen kamen.
auf Händewaschen, auf Desinfektionsmittel. Und die eigentlichen großen Ansteckungsquellen, nämlich der nähere Kontakt beziehungsweise die Aerosolbelastung, die sind eigentlich vor dem Lockdown gar nicht mehr so richtig, also vor dem Lockdown dann im März, Mitte März, überhaupt nicht mehr richtig in den Fokus geraten, worunter wir dann auch lange gelitten haben, bis die Schulen wieder angefahren worden sind, weil dazu Konzepte fehlten. Es hat unheimlich lang gedauert, bis die Politik überhaupt ein Mittel gefunden hat, wie es weitergehen soll, dieses Modell des Wechselunterrichts, wo dann schubweise wieder angefahren worden ist in den Ländern, war übrigens kein Konzept der Kultusministerkonferenz. Das ist im Deutschen Lehrerverband entwickelt worden, was schon zeigt, diese Schockstarre, die damals geherrscht hat. Es hat lange Zeit die Hoffnung vorgeherrscht, man müsse nur abwarten und dann wird schon irgendwann weitergehen. Und dementsprechend waren für die erste Phase des Distanzlernens ja in vielen Bundesländern dann Anweisungen, da nur zu wiederholen, ja, keine Noten zu machen und vieles mehr. Die Lernplattformen haben nicht funktioniert. Zahlreiche Schulen, darunter meine eigene, sind dann umgestiegen eben auf kommerzielle Produkte wie Microsoft Teams. Aber das kennen Sie alle. Wie hat die Politik reagiert in der Situation? Da muss man sagen, und das würde ich bis heute in Anspruch nehmen, es war ein Zickzackkurs, ja. Zickzackkurs, Anfang mit 100% Gesundheitsschutz. Also wir haben eigentlich damals als Lehrerverband gesagt, wir brauchen eine Vorlaufzeit, gehen wir stufenweise in den Lockdown, war damals nicht durchsetzbar, die Panik war zu groß. Und dementsprechend war ja dann auch das Chaos groß. Jede Schule hat gesucht nach Wegen, wie sie in Kontakt treten kann mit den Schulen. Die Schulen waren die ersten, die geschlossen worden sind. Und danach hat ja die Politik eine gewisse Kehrtwendung gemacht. Also dann, als im Herbst dann wieder der Vollbetrieb losging, war ja die Devise, Schulen werden nie mehr geschlossen oder Schulen sind die letzten, die geschlossen werden. In beiden Fällen waren das politische Entscheidungen. Die Wissenschaft hat damals eigentlich eine relativ geringe Rolle gespielt. Und da möchte ich zu einem Punkt kommen, der bei dieser Abwägung im Spannungsfeld zwischen Gesundheitsschutz und Bildungsauftrag ganz wichtig ist. Welche Rolle spielen denn die Schulen? Das ist eine Frage, die bis heute heftig diskutiert wird. Welche Rolle spielen denn die Schulen sozusagen im Pandemiegeschehen? Und da gibt es ja die mantrahaft wiederholte Aussage, nicht nur in Baden-Württemberg der Bildungspolitik, sondern eigentlich in fast allen Ländern. Schulen sind keine Treiber der Pandemie. Das war ja im Grunde genommen dann auch sozusagen ja, der Grund dafür, dass man bis in den Dezember hinein unter allen Umständen am Präsenzbetrieb festgehalten hat, obwohl in vielen Kreisen die Infektionszahlen bereits wieder durch die Decke gingen. Diese Aussage ist ja enorm unscharf. Was heißt denn Treiber der Pandemie? Um das einfach mal abzuklopfen, muss man dann doch auf ein paar Studien und Daten verweisen. Also es gibt zu der Frage, welche Rolle spielen Schulen im Infektionsgeschehen, bislang in Deutschland relativ wenig aussagekräftige Daten. Das liegt auch daran, dass die Rückverfolgung von Infektionen, inwiefern sie ihren Ausgangspunkt in der Schule genommen haben, ab einem gewissen Zeitpunkt im Frühjahr, Sommer den Gesundheitsämtern gar nicht mehr möglich waren. Das heißt also, wirklich belastbare Aussagen, wie viele Infektionen lassen sich denn aufs Umfeld von Schule zurückzuführen, konnten gar nicht getroffen werden. Wir wissen alle, Schule ist die größte Massenveranstaltung in Deutschland. Wenn alle da sind an einem Schultag, sind es 11 Millionen Schülerinnen und Schüler und fast 800.000 Lehrkräfte, die in der Schule sind. Es gibt ein enormes Umfeld um die Schule herum, der Schulweg, der öffentliche Personennahverkehr, die Bushaltestellen,
die Kontakte, die sozusagen da auch im Vorfeld und im Nachgang von Schule stattfinden, das ist relativ schlecht erforscht, das muss man sagen. Wenn man belastbare Zahlen haben will, dann gibt es internationale Studien, die beispielsweise die sozusagen mehrere Länder, 40, 50 Länder erfasst haben, eine Studie der Universität Oxford und eine Studie der Universitäten Harvard und Edinburgh, in denen deutlich wird, dass Schulschließungen oder Schulöffnungen etwa im Bereich von 20% durchschlagen auf Infektionszahlen. Also entweder Minderung dann in der Folge von 14 Tagen oder Anstieg in der Folge. Das ist natürlich eine sehr vage Zahl, weil wir nicht wissen, was in den einzelnen Ländern begleitend auch für Lockdown-Maßnahmen waren. In Deutschland selber haben wir leider nur begrenzte Studien gehabt, die dann vielfach vor allem in der Phase der Niedriginfektionen im Hochsommer gemacht worden sind. Die Vergleichsgruppen, die da herangezogen worden sind, das waren dann oft Notbetreuungsgruppen, kleine, die also dann wenig Aussagekraft hatten, wie normale Schulbedingungen sind. Die Kultusminister haben solche Studien selber in Auftrag gegeben in Baden-Württemberg, in Sachsen, in Hamburg. Und sie benutzt dafür als Gewehr dafür, dass Infektionsgeschehen eigentlich an Schulen zu vernachlässigen ist. Es gibt allerdings Studien über eine hohe Dunkelziffer. Also Helmholtz-Zentrum in München hat festgestellt, dass auf eine Infektion bei Kindern etwa 5 nicht erkannte Infektionen kommen, obwohl die auch die Infektion weitergeben können. Also ein Punkt dafür, dass man an Schulen eben nicht das machen darf, was leider im Herbst weitgehend in Deutschland gemacht worden ist, nämlich nur schauen auf die Infektionszahlen, unabhängig vom Infektionsgeschehen. Sondern, das hat auch das RKI jetzt wieder festgestellt, Schulen sind zwar selten Hotspots, sie können es aber sein, wir haben solche Fälle, dass Schulen Hotspots sind, aber Schulen nehmen teil am Infektionsgeschehen in der jeweiligen Region. Das heißt, wenn Infektionszahlen in der Region hochgehen, haben wir mit Sicherheit auch eine entsprechende Spiegelung an den Schulen. Und das heißt im Grunde genommen, wenn wir diese Balance haben wollen zwischen Gesundheitsschutz und Bildungsauftrag, brauchen wir auf jeden Fall einen Hygienestufenplan. Also einen Hygienestufenplan, der klar regelt, bei welchen Infektionszahlen welcher Schulbetrieb möglich ist. Manche Länder haben solche Hygienestufenpläne jetzt sehr spät gemacht. Insgesamt gesehen allerdings noch eine Minderheit. Interessanterweise hat dieser Hygienestufenplan, der ja in dem Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin jetzt vor kurzem dieser leichte Öffnungsplan verhandelt worden ist, der hat eine klare Notbremse drin bei 100 für die Gesellschaft, für die Schulen gibt es diese Notbremse nur in einer Minderzahl der Bundesländer. Das heißt, wir haben eine Reihe von Bundesländern, die jetzt schon klare Öffnungspläne haben. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Frau Ernst, hat angekündigt, es sollen alle Kinder wieder in die Schulen zurückkehren im März, ohne darauf zu verweisen, wie es denn in den Landkreisen ist, in denen noch hohe Inzidenzen herrschen. Also dieser Zickzackkurs der Politik, der geht weiter. Also erstens, wir brauchen einen Hygienestufenplan. Vollkommen klar, gibt klare Empfehlungen des RKI. 25, 50, 100. Voller Unterricht, Betrieb ohne Maskenpflicht. Unter 25, 25, 50 mit Maskenpflicht. Dann auch Wechselbetrieb über 100. Das ist zwar jetzt nicht RKI-Zahl, aber das ist die nachgereichte Zahl. Eben dann Distanzunterricht. Wir brauchen zusätzliche Gesundheitsschutzmaßnahmen. Das reicht alleine nicht. Maskenpflicht war lange Zeit enorm umstritten in Deutschland. Ich habe es nicht verstanden, warum das so ist. Auch wir vom Lehrerverband sind angefeindet worden, weil wir früh gefordert haben, Maskenpflicht auch im Unterricht, auch an Grundschulen, solange die Infektionszahlen so hoch sind. Wir haben Raumluftfilteranlagen gefordert. Wir haben jetzt festgestellt gestern,
Maximal 5% der Unterrichtsräume sind mit solchen Raumluftfilteranlagen ausgestattet worden. Auch die Unterrichtsräume nicht, die nicht gelüftet werden können, vielfach. Und wir haben jetzt die Frage der Schnelltestungen und der Impfpriorisierung, Gott sei Dank. Allerdings eben nicht so, wie es eigentlich richtig wäre, nämlich Impfpriorisierung und Schnelltests, Bereitstellung vor oder begleitend zu Schulöffnungen, sondern es ist ein Nachklapp und wir sind sehr skeptisch, ob tatsächlich dann die Schnelltests in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen und ob tatsächlich die Impfpriorisierung dann dazu führt, dass innerhalb der nächsten 2, 3 Wochen die Mehrzahl der Lehrer, die sich impfen lassen wollen, dann auch geimpft werden können. Ich gehe jetzt gleich auf den letzten Punkt. Ich hätte noch mehr gesagt zur Frage der Digitalisierung, des Stands der Digitalisierung. Aber ich würde sagen, erstens mal haben wir dazu schon einiges gehört und das würde ich dann der Diskussion überlassen oder Fragen, die dazu gestellt werden, sondern noch mich dem einen Thema widmen, das glaube ich, wenn man sagt, wie wollen wir sozusagen erreichen, dass Kinder keinen Schaden nehmen, dass die Zukunftschancen unserer Kinder und Jugendlichen durch Corona keinen dauerhaften Schaden nehmen, dass wir, wie es so schön mal geheißen hat, keine verlorene Corona-Generation bekommen, dann wird ein Thema neben dem Wiederanfahren der Schulen jetzt eine ganz große Rolle spielen müssen. Das ist nämlich die Frage, wie wir mit den Lerndefiziten umgehen. Da gibt es ja eine Reihe von Vorschlägen aus der Politik, aus der Wissenschaft, Vorschläge, die sagen, wir müssen das Schuljahr verlängern. Ganz neuer Vorschlag, also wir verlängern das Schuljahr bis Dezember. Vorschläge, die Ferien zu kürzen. Vorschläge, Samstagsunterricht einzuführen. Ein Vorschlag, dass alle das Schuljahr wiederholen sollen, also sozusagen, wir schenken den Kindern jetzt ein zusätzliches Schuljahr. Das ist alles, glaube ich, nicht angemessen und insgesamt gesehen auch nicht ausreichend. Ich glaube, es gibt keine Einheitslösung dafür, sondern wir haben sehr unterschiedliche Lerndefizite und Lernrückstände bei Schülerinnen und Schülern. Es gibt ja eine Umfrage, die stammt allerdings vom Dezember, aber immerhin gibt es Auskunft über die Lerndefizite, die bis dahin aufgelaufen sind. Der Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung, da sind ja Lehrkräfte verschiedener Schularten auch befragt worden, wie hoch sie die einschätzen. Und es zeigt sich, dass da durchaus eine Gruppe von vielleicht 20% von Schülerinnen und Schülern identifiziert wird, die große Lernrückstände haben. Übrigens besonders hohe an Förderschulen, wenn man also dieser Umfrage der Robert-Bosch-Stiftung dann Glauben schenken darf. Das heißt, es gibt keine Einheitslösung, sondern wir brauchen zwei Zielrichtungen bei dieser Strategie. Also erstens mal brauchen wir Lernstandserhebungen. Möglichst bald, es müssen keine differenzierten Lernstandserhebungen sein. Ich glaube, man kann sowas auch sehr allgemein, ohne großen Aufwand. Lehrkräfte fürchten ja zu Recht, dass da dann wieder ein großer Diagnoseaufwand auf sie zukommt. Ich glaube, das kann man auch relativ mit begrenzten Mitteln durchführen, also mit begrenztem Zeitaufwand. Und dann aufgrund dieser Lernstandserhebungen geht es um die Frage, welche Schülerinnen und Schüler können sozusagen diese Lerndefizite begleitend aufholen. Durch Zusatzangebote vom Lehrerverband aus sind wir in Verhandlungen mit dem Bundesbildungsministerium auch, wie Nachhilfe auch durch ein Sonderprogramm des Bundes finanziert werden kann, allerdings in enger Zusammenarbeit mit den Lehrkräften, wie man da vielleicht Volkshochschulen mit reinnehmen kann, Lehramtsstudenten, Pensionisten, natürlich auch Nachhilfeinstitute, die Frage von Ferienakademien. Das wird alles hier eine Rolle spielen, der Umwidmung auch von bisherigem Unterricht in Zusatzförderung, beispielsweise bei Wahlkursen. Wir haben begrenzte Ressourcen, mit denen wir auskommen müssen. Und dann gibt es eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern,
die mit Sicherheit diese Defizite sozusagen mit Bordmitteln, wenn ich das andere Bordmittel nennen darf, nicht aufholen können, die in dieser Schuljahr schon sozusagen vorgerückt sind, weil abgesehen worden ist von zu Recht von Versetzungsentscheidungen, die jetzt wieder diese Lücken nicht aufholen konnten, die große Gefahr laufen, den Anschluss nicht zu finden. Und da sind wir der Auffassung vom Deutschen Lehrerverband, dass wir hier tatsächlich ein Zusatzjahr denen ermöglichen müssen, entweder individuelles Wiederholen, allerdings intelligentes individuelles Wiederholen, das heißt mit einer gewissen Schwerpunktsetzung auch bei den sogenannten also bei den Kernfächern, in denen die größten Probleme sind. Die Lerndefizite gehen ja auch nicht über ein Jahr, sondern über 2 Jahre in der Regel. Und das andere wäre, ob man auch die zusammenfassen könnte in eigenen Lerngruppen an Schulen, die mehrzügig sind, müsste das durchaus möglich sein. Dann kann man auch in der Stundentafel darauf reagieren und einen angemessenen Stundenplan machen. Das ist eine riesige Herausforderung. Ich weiß als Schulleiter, dass der Teufel im Detail steckt, aber ich glaube, diese Herausforderung muss geschultert werden. Ein ganz großes Problem ist das die Frage des Personals. Wir haben ja einen Lehrermangel, das heißt, es wird auch entscheidend darauf ankommen, wie wir hier dann für diese riesige Aufgabe zusätzliches Personal gewinnen können. Da gibt es nicht viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Also ich glaube tatsächlich, man müsste vielleicht auch für pensionierte Lehrkräfte das attraktiver machen, wenn sie sich dann nochmals engagieren. Bislang gibt es ja da so eine Kappungsgrenze in vielen Ländern, dass die gar nichts dazu verdienen oder wenig dazu verdienen dürfen. Lehramtsstudenten ist eine Frage und natürlich auch die Nachqualifizierung von Quereinsteigern eventuell attraktiv machen, das Aufstocken von Teilzeitarbeit. Da gibt es eine ganze Palette von Dingen. Aber ich glaube, mit Sicherheit, und damit möchte ich jetzt schließen und habe das versucht jetzt zu straffen, es ist eine Herausforderung, die uns über diese Schuljahr weit noch hinaus beschäftigen wird. Ich sehe allerdings durchaus nicht pessimistisch in die Zukunft. Das heißt ja immer so schön, jede Krise bietet Chancen. Ich glaube, dass gerade diese Krise auch große Chancen bietet. Zum Teil sind sie schon genutzt worden. Der Digitalisierungsschub, der durch die Lehrerkollegien ging. Ich glaube auch, dass Schule nach Corona nicht mehr dieselbe sein wird, dass wir diese zusätzlichen Möglichkeiten, die ja Herr Blume ja dargestellt hat, dass die viel stärker auch in den Schulalltag nach Corona einfließen werden. Und wir haben übrigens auch eine Stärkung der Einzelschule erlebt, weil die besten Lösungen, die sind vor Ort entwickelt worden, die sind nicht von der Bildungspolitik entwickelt worden. Und deswegen bin ich recht zuversichtlich, dass wir auch in unserem Bildungswesen diese Herausforderung schultern können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit für diesen Frontallehrervortrag ausnahmsweise. Dankeschön. Herzlichen Dank. Es war sehr, sehr interessant. Und ich gebe gleich eine Frage weiter. Und zwar, was glauben Sie, sind aktuell die größten Sorgen der Lehrerinnen und Lehrer? Fühlen Sie sich so ein bisschen wie Versuchskaninchen in dieser ganzen Pandemiezeit? Ja, also in der Tat, also sowohl Schüler als auch Lehrkräfte fühlen sich als Versuchskaninchen, weil das Vertrauen auch in die Politik Schaden genommen hat. Ja, also wir haben uns sowohl die Lehrerverbände wie, ich glaube, viele Lehrkräfte auch geärgert, dass das so dargestellt worden ist in der Vergangenheit. Oft die Lehrkräfte würden sich nur um ihre eigene Gesundheit kümmern und wir, die Bildungspolitiker, wir kümmern uns um die Interessen der Kinder. Es ist, glaube ich, selten gelungen, genau diese Balance zu finden zwischen höchstmöglichen Gesundheitsschutz und höchstmöglicher Verfolgung des Bildungsauftrags. Dazu hat eben beigetragen, dass man sich so stark gewehrt hat gegen Hygienestufenpläne, dass man die Gefahren auch heruntergespielt hat dann. Und wir hoffen natürlich, dass jetzt dann man
da Lehren daraus gezogen hat. Wobei, wir haben noch eine schwierige Phase zu überbrücken. Also natürlich kann man sich jetzt auf den Standpunkt stellen und kann sagen, Schulen dürfen erst aufmachen, wenn alle Lehrer durchgeimpft sind und Schnelltests überall vorliegen. Würde aber heißen, dass wir wahrscheinlich nochmal 4, 5, 6 Wochen die Schulen komplett zulassen müssen. Ich hoffe, dass das Tempo jetzt so stark ist, dass die Schulöffnungen stattfinden können, aber gleichzeitig auch die Gesundheitsgefahren in großen Schritten verringert werden. Auf Null bringen wird man sie während der Pandemie nie. Wird die Schule zu sehr als emotionales politisches Schlachtfeld genutzt? Weil da jeder mitreden kann und deshalb da die meisten Emotionen drin sind? Schule ist enorm politisiertes, aber emotionalisiertes Thema. Ich meine, man muss natürlich auch die Motive der Politik hinterfragen, warum hier sozusagen dann eine Strategie gefahren ist, dass man gesagt hat, wir müssen Schulen unter allen Umständen wieder öffnen und auch offen halten. Gab es natürlich einen großen Druck auch aus der Wirtschaft, auch teilweise aus der Elternschaft. Man hat ja auch, die haben ja auch alle gelitten, die Eltern, das hat man ja auch gesehen. Aber Politik hat eben die Aufgabe, das auszugleichen, also das sozusagen tatsächlich die Gesamtverantwortung zu übernehmen. Und da, glaube ich, hat es große Defizite gegeben. Man hat also am Anfang ja sehr überstürzt reagiert, würde ich mal sagen. Und danach dann doch vielfach politischem Druck nachgegeben, ohne dann tatsächlich zu prüfen, was ist verantwortbar und was ist nicht verantwortbar. Haben Sie da viel Rückmeldung bekommen, dass auch gerade Eltern wollen unbedingt, dass die Schulen wieder aufmachen? Oder war das eher aus den Medien, dass der Eindruck entstand, dass so schnell wie möglich Schulen wieder aufgemacht werden sollen, aber eigentlich ein Großteil das doch gut findet, dass die zu waren? Also generell gibt es natürlich in allen, bei allen Betroffenen eine große Vielstimmigkeit. Also da sind ja, glaube ich, heute viele Lehrkräfte dabei. Auch unter Lehrkräften gibt es ja auch geteilte Stimmen. Also wir haben Rückmeldungen von Lehrkräften, die sagen, ach, wir wollen die Schüler wieder da haben und die dann auch für sich selber die Risiken einer Covid-19-Erkrankung jetzt nicht so hoch einschätzen vom Krankheitsverlauf her. Und wir haben natürlich die Lehrkräfte, die Risikopersonen sind, Vorerkrankungen haben, die sich große Sorgen machen. Und genauso ist es bei den Eltern. Also Eltern, die sagen, habt euch nicht so, macht die Schulen wieder auf. Und auf der anderen Seite Eltern, die sagen, kann ich mein Kind überhaupt in die Schule schicken? Und sich sogar an den Lehrerverband wenden und um Rat fragen, ob das verantwortbar ist oder nicht. Also es ist eine Vielstimmigkeit und es dreht sich auch ein bisschen. Also ich glaube, jetzt zurzeit sind die Stimmen eher wieder vernehmlicher, die zur Vorsicht mahnen. Das war aber auch schon mal anders.